Ein grüner Rasen, zahlreiche Spitzensportler und ein guter Zweck. So präsentiert sich das Aufeinandertreffen der Südtiroler Sporthilfe und dem Club of Masters auf dem Sportplatz St. Georgen in der Nähe von Bruneck. Bereits zum 10. Mal findet das Duell am grünen Rasen um den Marlene Cup statt. Die Spielleitung übernahm Champions League-Schiedsrichter Conny Plautz und der durfte zahlreiche Olympiasieger, Welt- und Europameister begrüßen. Auf Seiten des Club of Masters unter anderem Ringerlegende Franz Bitschmann, die Fußballgrößen Anni Spielmann, Stefan Marasek und Andi Schiener, Eisschnellläufer Olympiamedaillengewinner Michael Hatschiew, Bobsportler Thomas Bachler und die Rodler Otto Meyer-Recker und Franz Michela. Dass der Club of Masters nur mit 13 Spielern angereist ist, wird sich am Ende noch als Fehler erweisen. Auch das Team der Südtiroler Sporthilfe hat zahlreiche Titel aufzuweisen. So sind unter den 21 Spielern in den blauen Dressen unter anderem Skilegende Christian Gedina, Handballer Hubert Nössing, Zehnkämpfer Hubert Indra und Fußball-Tormann-Profi Reini Harasser zu finden. Nach den ersten 45 Minuten gibt es ein wenig Erholung für die Sportler und den Auftritt des Judo-Clubs St. Lorenzen. Die jungen Sportler lassen sich auch vom heftigen Regen nicht einschüchtern und begeistern Zuseher und Fußballer mit ihrer Einlage. Nach harten 90 Minuten erlöst Conny Plautz den Club of Masters. Über das Endergebnis wurde nicht allzu lange diskutiert, im Mittelpunkt steht nämlich nur ein Gewinner. Wie bei jedem dieser freundschaftlichen Treffen, die Südtiroler Sporthilfe und deren Fördertätigkeit. Dementsprechend entspannt findet die Siegerehrung auf der Bühne vor dem Rathaus in Bruneck im Rahmen des Stadtfestes Bruneck statt. Sowohl die Vertreter der Südtiroler Sporthilfe als auch die Vertreter des Club of Masters, die unter anderem auch vom Innsbrucker Sportamtschef Romald Nischer begleitet wurden, freuen sich über eine gelungene Veranstaltung und ziehen entsprechend positiv Bilanz. Ja, es ist wirklich ein Treffen unter Freunden. Also es hat in Brixen angefangen vor 10 Jahren und ich muss sagen, es ist mit immer mehr Begeisterung, geht man da hin, aber vor allem, weil die Sportler so begeistert darauf reagieren. Das ist wirklich ein Treffen von Freunden. Da geht es nicht so sehr ums Fußballspiel oder ums Ergebnis oder sonst was. Das gehört dazu. Aber man trifft sich, man redet von alten Zeiten, man macht es für einen guten Zweck. Und das ist eigentlich das Lässige. Und das macht aber den Sport aus. Mir piace sempre molto lo sport. Giocare a calcio anche è uno sport che ho fatto fin da piccolo e avere la possibilità di giocare sono sempre felice. Ja, er sagt, dass er einfach, er ist ein Sportler, Sport ist für ihn das Leben und er spielt einfach schon seit klein auf sehr gern Fußball, spielt ja überall, also in den verschiedenen Charity-Turnieren spielt er Fußball mit und der Christian brauche ich nur anrufen, wenn er Zeit hat, ist er immer dabei. Ja. Es ist vor allem ist Freundschaft. Es gefällt uns sehr gut, zwischen Sportler Erfahrungen austauschen, wir sitzen auch jetzt im Fest da und trinken unser Bier gemütlich und reden über alte Zeiten und reden über verschiedene Erfahrungen, was wir gemacht haben. Mittlerweile sind wir Freunde geworden, weil immer die gleichen fast sind. Aber meiner Meinung nach ist der Grund, wieso wir uns treffen, ist die Sporthilfe. Wir wollen mit den finanziellen Mitteln, mit denen wir machen, Jugendsportler, Sportler, die was Hilfe brauchen, wollen wir damit unterstützen. Ja, na, sehr super. Eine gute Tradition, gut eingeführt und damals waren wir noch recht aktiv. Und in der Zwischenzeit merkt man, jetzt sind wir ein bisschen älter geworden, da wird die Spielzeit dann schon etwas lang. Ja, macht immer wieder Freude. Leider Gottes haben wir heute eine bittere Niederlage hinnehmen müssen mit 8:2. Aber ich weiß jetzt nicht warum und weshalb, aber ich glaube, wir müssen einmal mit unserem Chef reden. Wir haben heute leider 2 Austauschspieler gehabt und die waren auch leicht verletzt. Aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben und haben probiert, Parole zu bieten, aber es ist sich halt leider nicht ausgegangen, aber ich glaube, jetzt in der dritten Halbzeit werden wir sicher zuschlagen und die werden wir sicher gewinnen. Ich muss sagen, jedes Mal, glaube ich, ist für jeden Sportler, der da mitspielt, ob das bei uns ist oder bei der gegnerischen Mannschaft, glaube ich, ein besonderes Erlebnis, weil man trifft sich immer wieder gerne. Man spielt miteinander halt Fußball. Vor dem Spiel ist 5:4 für die Südtiroler gestanden. Wir wollten eigentlich heute mit einem guten Spiel das Ausgleich machen, 5:5, ist leider nicht gelungen. Ich glaube, wir waren einfach heute spielerisch ein bisschen unterlegen. Wir waren nur 12 Leute. Die gegnerische Mannschaft hat 21 Leute gehabt. Und ich glaube, sie waren eigentlich insgesamt einfach die bessere Mannschaft. Muss ich ihnen gratulieren. Wir können heute hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht wieder das Ergebnis ein bisschen verkürzen können. Erstmals mit dabei im Dress des Club of Masters ist Andi Schiener. Ja, ich habe die Ehre gehabt, das erste Mal dabei zu sein. Ich habe mir es ein bisschen leichter vorgestellt, war heute eine bittere Niederlage. Aber es steht ja guter Zweck im Vordergrund und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das wird sich im Laufe der Zeit schon ein bisschen wenden. Beim Stadtfest selbst ist Christian Gediener eine wahre Kultfigur, auch wenn das Skifahren nicht mehr eine solch große Rolle für ihn spielt.
Ja, ich gehe so, ja, aber nicht viel. Letztes Jahr zum Beispiel bin ich nur 20 Tage auf den Ski gewesen. Und ja, mir gefällt es, aber wenn ich fahre, wenn ich gehe, mir gefällt es immer ein bisschen Geschwindigkeit und Sprünge machen. Und ja, ich habe sicher gute Erinnerungen von meiner Karriere. Und auch, ich habe gesehen, dass die Leute erinnern alle meine Kretsche in Kitzbühel und auch die Rehe in Gröden haben alle. Erinnern sicher viel mehr als diese zwei Sachen, als alles meine Siege im Weltcup, 18 Jahre Weltcup. Die Einnahmen aus der Veranstaltung gehen an den Südtiroler Sportnachwuchs. Ja, das ist die Südtiroler Sporthilfe. Wir unterstützen ja junge Sportler in Südtirol, die, sagen wir mal, das Budget nicht haben, Leistungssport zu betreiben. Und mit solchen Veranstaltungen finanzieren wir uns auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir vor allem auch ins Gehör der Leute kommen. Auch das Ergebnis wird realistisch betrachtet. Na, Sport, der Sportler geht immer auf den Platz, um zu gewinnen. Aber 8-2 ist auch übertrieben, weil es waren sicher das eine oder andere Abseits-Tor da dabei. Plus waren wir heute schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben 21 Leute gehabt, fliegender Wechsel. Und deswegen, aber das ist Nebensache. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich jedes Jahr trifft, einmal in Nordtirol, einmal in Südtirol. Und ich glaube, das gesamte Tirol, das macht der Sport vor. Und wir, Sporthilfe und der Club of Masters. Das Problem war sicher, dass wir ein bisschen weniger Leute waren, wenig tauschen können und dadurch natürlich in der zweiten Halbzeit der konditionelle Einbruch. Aber im Gesamten schon ein schönes Spiel gewesen, aber mit ein paar Fehlentscheidungen auch nicht ganz glücklich. Ja, ich glaube, alle, die dabei sind, haben ja schon sehr viele Höhen und Tiefen hinter sich. Und der momentane Tief ist das 8-2, dem heute so hoch haben wir noch nie verloren. Ich glaube, das will auch jetzt auch einer mit 30, 40, 50 Jahren auch nicht gerne hinnehmen. Und lustig ist es sicher nicht in den Augenblick, aber ich glaube, es gibt schlimmere Sachen. Es ist für einen sozialen guten Zweck, glaube ich, gedacht und der steht im Vordergrund. Und ich glaube, das konnte eigentlich jeder gerne bei ein, zwei Bier wegstecken. Und man freut sich auf die Revanche in Nordtirol. Man fährt aus mit der Freude, weil ich freue mich jedes Jahr auf das Event. Für uns ist das ein Berg, sich zu treffen, zu laufen, den Sport zu betreiben, der sind so Leben geprägt hat. Und mit Freunden noch Meinungen auszutauschen. Und ich freue mich rauszufahren und vielleicht, wahrscheinlich, werden sie eine Top-Mannschaft aufstellen. Wir werden das noch einmal genau analysieren, damit wir uns beim Rückspiel nachher dann bestens vorbereiten können. Für den Club of Masters lautet eben jetzt die Devise, das nächste Duell für den guten Zweck zu gewinnen.